Ja, ein kurzes Update-Video von der SkyMonkey AirTwister 1.8. Ich hatte die ja vor einiger Zeit mal im Test gehabt und ausführlich vorgestellt. Und dabei habe ich ja bemängelt, ich habe gesagt, dass die Wagenkonstruktion sehr einfach ist, weil die Wagenschnüre direkt im Boden der Matte verknotet sind. Wo ich dann auch gesagt habe, es muss sich zeigen, wie lange das hält, beziehungsweise ob das in irgendeiner Weise der Haltbarkeit abträglich ist. Und ich habe dann irgendwann ein paar Wochen später, ich weiß gar nicht warum, nochmal eine 1.8er bestellt. Irgendwie bin ich da durcheinander gekommen mit den Matten, die ich habe und die ich halt bestellen wollte. Auf jeden Fall hatte ich dann eine gelbe bestellt, dass die... Die haben wir jetzt heute zum ersten Mal geflogen, weil die lag jetzt die ganze Zeit im Auto bzw. in der Kiste rum. Und wenn man jetzt hier sieht, das, was ich bei der Rainbow bemängelt habe, ist hier nicht der Fall. Hier ist die Waage an kleinen Schlaufen mit dem Boden der Matte verbunden. Und ja, warum das jetzt so ist? Der Preis ist derselbe gewesen, also von daher ist kein Unterschied, nur die Farbe ist halt unterschiedlich. Und ich glaube, ich werde mal bei SkyMonkey nachfragen, warum denn einmal die Variante mit Schlaufen und einmal die Variante ohne Schlaufen ist. Ob das eventuell ein älteres Modell ist, was man nachher eben verbessert hat, weil man gemerkt hat, es hält vielleicht doch nicht so gut, dass man dann halt jetzt die Schlaufen mit vernäht hat. Ich weiß es nicht. Ich frage mal nach und dann gibt es ein weiteres kurzes Update-Video zur SkyMonkey AirTwister 1.8. Bis dann, viel Spaß beim Drachenfliegen.